Willkommen zur deutschen Übersetzung von Reading Politics of the Supposedly Neutral. Ulrike ist unser Herald für diesen Talk und unser Vortragender ist Adam White. Wir sind auf dem 36. Chaos Communication Congress in Leipzig und alle Talks werden in verschiedenen Sprachen übersetzt, in diesem Fall von Englisch auf Deutsch. Brauche ich Danke. Hallo. Also eigentlich sollte der Vortrag über Algorithmen gehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dem zum Opfer falle, was ich eigentlich kritisieren möchte. Und es gibt ein bisschen eine Spannung zwischen dem Vortrag und dem gesamten Algorithmensystem. Und es ist etwas schwer zu diskutieren, etwas schwer auseinanderzunehmen. Mathematische Formalismen, das ist verfügbar und scheint keine eigenen politischen Implikationen zu haben. Und es kann für Verschiedenes stehen. Es könnte Implikationen haben, könnte zum Beispiel Auswirkungen haben auf den Grundbesitz, den ihr habt. Es könnte in Projektionen verwendet werden, Triangulationen, Projektionen, digitalen Landschaften. Und das fliegt dir einfach um die Ohren. Und tatsächliche Anwendungen gibt es nicht unbedingt. Das scheint vielleicht offensichtlich, aber ja, mathematische Formalismen gelten manchmal als objektiv, aber natürlich existieren sie in einem gewissen Kontext. Howard Zinn hat ein Buch geschrieben, du kannst auf einem sich bewegenden Zug nicht neutral sein, weil sich diese Mathematik in einem sozialen Kontext bewegt und aus einem bestimmten Grund existiert. Und Auslassungen sind fast genauso wichtig oder kann fast wichtiger sein. Also die Sachen, die in den Formalismen nicht enthalten sind. Zum Beispiel Stille ist die Stimme der Komplizen. Und Algorithmen sind genauso wie alles andere. Wenn man verstehen will, was passiert, muss man dem Geld folgen. Und das ist ziemlich effektiv, um zu verstehen, was vorgeht, zum Beispiel, und auch wer den Algorithmus erstellt hat, was für Auswirkungen hat er, was könnte es für Alternativen haben, wenn der Algorithmus nicht so existieren würde. Leider sind Algorithmen fast nie Teil der öffentlichen Debatte. Sie sind versteckt, sie sind oft Privateigentum von irgendwelchen Firmen oder Regierungen, die meinen, sie müssen die Details nicht rausgeben. Sie sind verborgen, absichtlich oder nicht, hinter so einer mathematischen Sprache. Und um sie überhaupt zu besprechen, um sie zu kritisieren, muss man sich in Mathematik und Politik auskennen oder Soziologie. Und das passt nicht unbedingt zusammen. Und das verstehen deshalb möglicherweise nicht alle Leute. Ich habe jetzt hier ein paar Beispiele, die zeigen, wie etwas, das neutral aussieht, absolut nicht neutral ist. Und ich starte mit menschlicher Bevölkerung. Die menschliche Bevölkerung ist ein politisches Thema gewesen für Jahrhunderte. Und es gibt völlig verschiedene Vorhersagen, wie es sich entwickeln wird. Und es ist natürlich sehr wichtig, wie wir uns darauf einstellen. Das heißt, wenn man Graphen wie den hier sieht, muss man sich überlegen, was ist das für ein Graph? Warum ist da so eine große Verteilung? Es gibt diese blaue Linie, die sich nach oben bewegt. Es gibt diese andere Linie, die wie eine Art Kollaps aussieht. Oder es könnte auch sein, dass es sich wieder auf ein haltbares Level einpegelt. Aber Leute sind vielleicht nicht interessiert an den politischen Aspekten. Sie wollen diese Vorhersagen rausnehmen. Zum Beispiel diese roten gestrichelten Linien
da steht, das ist 80% Sicherheit in dieser Vorhersage oder diese gepunkteten Linien sind 95% Sicherheit. Und das ist alles eigentlich unwahrscheinlich, würde ich sagen, weil sie sehr wichtige Fakten über die Welt nicht einkalkuliert haben. Zum Beispiel die Kapazität, die die Erde unterstützen kann oder erhalten kann. Und viele Schätzungen sagen, wir haben diese Kapazität, diese rote Linie dort ungefähr 1992 überschritten. Und dass irgendetwas völlig Unterschiedliches irgendwann passieren wird. Und so eine Projektion nicht mit einzubeziehen, könnte man als ziemlich unverantwortlich bezeichnen. Hier ist eine andere Veröffentlichung einer ziemlich bekannten und gut wahrgenommenen Organisation. Und man kann sich mal überlegen, was das bedeutet. Das ist die Bevölkerungsänderung pro Land als Heatmap. Also man sieht, manche Bevölkerungen wachsen langsamer als andere und manche wachsen schneller. Und man sieht diese Schaltflächen unten. Man kann sich anschauen, nur die am wenigsten entwickelten Bereiche. Das hängt dann also von der World Bank ab, von der Weltbank, wie die Entwicklung einschätzt. Und man sieht, die Bevölkerung von afrikanischen Nationen wächst schneller, was also auch ein rasserelevantes Merkmal mit einbezieht. Und das hier kann ich nicht lesen, das ist zu schlimm. Das ist aber ungefähr der Stand der Diskussion um die Bevölkerung. Und der gleiche Autor hat 1968 geschrieben, wir können uns so des Problems der Bevölkerungsentwicklung annehmen. Es wird also ziemlich schlecht, ziemlich schnell. Da steht die Hinzufügung von zeitweisen Sterilisierung zu Wasser und Lebensmitteln, stand auf der Folie. Und wir können also auch nicht eine solche Folie zeigen, die nicht über die Dynamik der Macht zwischen den verschiedenen Ländern spricht. Hier sind einfach einige Konsequenzen, wie solche Bevölkerungsmodelle tatsächlich die Welt beeinflusst haben mit Eugenie und den Völkermorden der Nazis zum Beispiel. Hier ist ein alternatives Modell. Das ist etwas interessanter. Ich wollte nur den Status Quo zeigen, damit ich zeigen kann, was die Alternative sein könnte. Das hier ist ein Modell, das erst vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde. Und das war das erste. Und das in sich vereint die Idee von ökologischen Zyklen. Also die Kapazität der Erde. Und das zu kombinieren mit Klassenkonflikten. In diesem Fall, die Menschen essen den Planeten auf und der Planet regeneriert sich langsam und die Reichen essen die armen Leute. Das ist ein einigermaßen kontroverses Modell. Es sagt aber eine komplett andere Bevölkerungsentwicklung voraus, als es die Vereinten Nationen getan haben. Die grüne Linie sind die natürlichen Ressourcen, die rote Linie sind die normalen Leute, die blauen Leute sind, die blaue Linie sind die Elite und so weiter, es gibt. Und man kann mit dem Modell spielen. Eine Version ist, das Modell ist nicht meins, aber ich habe eine interaktive Version, eine interaktive Visualisierung erstellt. Da kann man die Parameter einstellen und schauen, was sich ändert. Wenn man die Ungleichheit hin und her bewegt, dann kann man komplett unterschiedliches Verhalten sehen. Hier ist die Bevölkerung plötzlich sehr hoch und dann stabilisiert sie sich. Und das ist eigentlich das natürliche Verhalten, wenn es einfach nur einen Beutezyklus gibt, also zum Beispiel nur Hasen, die Gras essen. Und wer will, kann damit rumspielen, vielleicht macht es Spaß. Aber was ich sagen wollte ist, wenn man einen zweiten Beutezyklus hat zwischen reichen und armen Leuten, dann hat man quasi Marxismus in der Formel drin. Und so damit sind unter anderem die periodischen Krisen des Kapitalismus erklärt worden, die immer noch interessanterweise nicht zugegeben werden. Man sagt immer, das sind externe Gründe, aber
wenn man diese Annahme nimmt und sagt, Kapitalismus erzeugt diese zyklischen Krisen, weil die reichen Leute sich wie Raubtiere verhalten, dann was muss man machen? Man muss zum Beispiel mehr Gleichheit herstellen. Und hier ist einfach ein anderes Beispiel, wie wir versuchen sollten, uns in die Entwicklung dieser Modelle einzubringen, die in der Planung unserer Welt verwendet werden. Also das hier ist die der Anzahl an Arbeit, der zur Verfügung steht. Und der Punkt hier ist, das verstehbar zu machen ohne Mathematik. Aber ich wollte dieses Bild zeigen zumindest. Und in dem normalen neoklassischen Perspektive auf dieses Problem, wenn man Leuten nur so wenig bezahlt, dass sie gerade so viel arbeiten, wie sie können. Und in diesen Formeln sind alle möglichen Formeln drin, zum Beispiel Menschen treffen rationale Entscheidungen, statt einfach den nächsten Job zu nehmen aus Verzweiflung. Ich habe nie in dieser Fantasiewelt gelebt, ich habe nur in der realen Welt gelebt. Ich möchte deswegen gegen diese Formel ankämpfen, so viel ich kann. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das durchlesen. Aber ja, in der Formel fehlen alle Dinge, die sich mit meiner Arbeitswelt verbinden, zum Beispiel meine Motivation zu arbeiten ist nicht einfach zu konsumieren. Ich möchte zur Welt irgendwie beitragen und da ist Organisation der Arbeiter ist da nicht drin. Und die Effekte dieser Art von Policy kann man hier sehen. Die reichsten 5% werden reicher, alle anderen bleiben, wo sie sind. Und einige andere Effekte sind hier. Und das noch ein Beispiel, etwas aktiver. Ich glaube, hier sind nicht viele Leute, die daran arbeiten, aber ich möchte einfach trotzdem die Frage durchsprechen. Wikipedia hat niemals bezahlte Werbung gehabt. Und das ist wertvoll, weil Leute Wikipedia sehr oft besuchen und das Vertrauen basierend auf diesem Ruf. Wenn also Werbung dort landet, dann wäre das quasi der heilige Gral für die meisten Leute, die Werbung verkaufen, ihr Produkt auf Wikipedia zu vertreiben, auf diese Plattform, der Leute bereits vertrauen, also wäre Skepsis viel geringer. Es gab tatsächlich eine Diskussion in 2001, bezahlte Werbung auf Wikipedia zu haben. Es wurde gestartet als Teil einer Porno-Firma und der Chef dieser Firma sagte, es würde bezahlte Werbung geben und es gab einen riesigen Kampf. Die spanische Wikipedia hat sich abgespaltet und hat die Enzyklopädie Libre Universal oder so gegründet und so ziemlich wegen dieser Abspaltung gab es dann, wurde die Entscheidung forciert, dass es keine bezahlte Werbung gibt. Und wenn es Werbung gibt, dann wo Geld reinkommt, dann ist es eigentlich dieser unaufhaltbare Strom an Geld, den wir fast aufhalten müssen. Und hier ist eine realistische Schätzung, was man mit Wikipedia machen könnte. Wir haben 244 Milliarden Aufrufe pro Jahr. Wir könnten 4 Werbeslots einbringen, das ist Industriestandard oder so. Also 4 pro Seite, wenn man scrollt, könnte dann noch mehr und mehr auftauchen. Und bei diesem Preis könnten wir fast 3 Milliarden Dollar pro Jahr einbringen. Und wenn man diese Art Formel erstellt, dann ist Wikipedia plötzlich eine Ware, etwas, das Firmen übernehmen wollen und kontrollieren wollen. Das ist offensichtlich seelenlos. Und hier ist eine andere Ansicht von Werbung auf Wikipedia. Wer denn eigentlich den Wert erstellt? Das sind die Leute, die es bearbeiten. Und wer sind die Leute, die Fundraising-Kampagnen starten? Das ist, sind nur 3 Organisationen, nämlich Wikimedia Deutschland, Wikimedia Schweiz und die Wikimedia Foundation, Wikimedia Stiftung. Und das ist die eine Organisation aus den Wikimedia-Chaptern, die nicht demokratisch kontrolliert ist. Und dieser Porno-Firmenchef Jimmy Wales, er ist immer noch im Board, er ist immer noch
Vorsitzender oder so und hat eine auf Lebenszeit wiederholte Mitgliedschaft und die anderen Mitglieder des Boards ernennen sich auch selbst. Und warum erlauben wir diesen Leuten Geld einzunehmen? Weil sie die Trademarks, die Marken haben. Und ich kenne das und bin nahe bei Leuten, die es verstehen, aber kann trotzdem nicht so viel dazu sagen. Aber wenn man dieser Logikkette folgt, dann kommt man zu einer Reihe von Formeln, die beschreiben, wie der Wert durch Wikipedia und die Inhalte fließt. Und man könnte sagen, da ist ein super Argument, um diese Ressourcen unter demokratische Kontrolle zu bringen. Und wenn man sagt, irgendwas ist in der Gemeinfreiheit und man lässt diese Formel durchlaufen, oder dann könnte man fragen, was wollen die Leute, die es bearbeiten, eigentlich? Wollen die da bezahlte Werbung? Wollen die bessere Wege, um die Ressourcen untereinander zu teilen? Und sie würden offensichtlich kämpfen, um bezahlte Werbung da fernzuhalten, aber sie wollen, dass ihre Kampagnen effektiver sind, sodass diese Werbebanner nicht die ganze Zeit gezeigt werden. Und ich wollte auch noch dieses Paper hier zeigen. Protective Optimization Technologies. Und das ist eine Art formale Perspektive, um hinter den Algorithmus zu schauen, auf das System, in dem sich der Algorithmus befindet. Und diese Folien sind auf der Vortragsseite. Das war alles. Hat irgendjemand Fragen? Irgendwelche sehr mutigen Leute, die Fragen haben? Ja. Hi. Es ist 5 Minuten zu spät, aber hast du mehr Beispiele, wie man eine politische, nicht Änderung, aber Hintergrund sieht, wenn man auf Statistiken schaut? Hast du noch irgendwie mehr Beispiele, wo man sowas findet und wie man sowas feststellt? Wie kann man sowas analysieren und feststellen, was der politische Hintergrund ist und was da fehlt? Danke, ich wünschte, ich hätte ein paar mehr Beispiele vorbereitet, aber das ist nicht mein normaler Job. Ich arbeite eigentlich als Programmierer, aber ich denke nur darüber, weil ich leider viel Zeit für böse Firmen gearbeitet habe. Deswegen versuche ich jetzt immer nochmal nachzuhaken, was Firmen tatsächlich tun. Aber es gibt keinen Trick, den ich da weitergeben kann. Der Chomsky-Ansatz wäre, dem Geld zu folgen. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Warum wollen Leute, dass es das gibt? Und wenn man ein System hat oder eine Formel, wenn jemand an eine bestimmte denkt, bitte vorschlagen. Und dann gibt es, was man machen kann, ist Literatur durchschauen, also andere Versuche anschauen, wo Leute versucht haben, das zu lösen und zu schauen, wie sie das gemacht haben. Aber ich glaube, es gibt kein konkretes System, das einem erlaubt, alles in der Welt zu erfinden oder so. Das muss man Fall für Fall neu machen, soweit ich feststellen kann. Wenn du Jimmy Wales wärst damals gewesen und du wärst Diktator für dein Leben lebenslang gewesen, wie denkst du, sollte man richtig Wikipedia machen und wie sollte man die Editors bezahlen? Als Wikipedia startete, war es offiziell eine Organisation mit formeller Mitgliedschaft. Also alle, die bearbeitet haben oder Dateien hochgeladen haben oder den Quelltext bearbeitet haben, galten als Mitglieder in einem deutschen Verein, glaube ich. Und das sollte dann durch ein Board geregelt werden per Wahl und dann die Wikimedia
Foundation wurde nach ein paar Jahren illegal geändert in eine Stiftung ohne Mitgliedschaft, und das war illegal, weil sie es nicht den Mitgliedern mitgeteilt haben. Und man könnte, ich denke, Leute, die es bearbeiten, sollten sich frei fühlen, um die Wikimedia Foundation zu verklagen für Kontrolle. Aber auf diese spezielle Aktion gibt es keine Verjährung, das verjährt nicht. Aber ich habe nur ein bisschen Erfahrung mit Graswurzelbewegungen, und so eine Organisation ist ein bisschen wie ein Kind. Man will es nicht das ganze Leben in deinem Haus haben und will es nicht jeden Tag erzählen, putze jetzt die Zähne, steh auf. Der Erfolg kommt eher daher, dass es ein Eigenleben aufnimmt und sich in Richtungen bewegt, die du nicht erwartest. Beantwortest du die Frage? Okay. Na gut, dann vielen Dank, dass ihr da war. Ich hoffe, es war lustig.